Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Ja, den haben wir das letzte Mal ein bisschen schleifen lassen, deswegen werden wir uns jetzt mal gleich hier um den Knaben kümmern, dass wir hier den abtanken, so. Und ja, dann machen wir oben beim Feld weiter. Da müssen wir ja gucken, dass wir hier schleunigst wieder in die Puschen kommen. So, als erstes mal das Rohr ausklappen. Das ist nämlich auch mal gemein. Das Rohr ist nämlich, wenn man das Spiel neu startet, wieder eingeklappt. Und ich will natürlich nicht, dass wir hier schön alles abmähen und dann auf einmal hier mit dem Kram liegen bleiben. Deswegen werden wir das hier natürlich gleich ordnungsgemäß wieder starten. Und auch schauen, dass wir hier im Prinzip ja ein bisschen vorankommen. Denke mal, das wird ganz wichtig sein. Allein schon aus dem Grund, ja, dass wir hier ein bisschen wieder Geld vorbereiten. Der Case, wie gesagt, den möchte ich ja schnellstmöglich haben. Aber wie erklärt schon in der letzten Folge, wir brauchen ja auch ein bisschen Reserve, damit wir hier nicht gleich wieder im Hungertuch nagen. Das will ich nämlich auch nicht. Und von daher hoffe ich jetzt mal, dass eine Mähmission kommt. Das wäre natürlich perfekt, denn damit könnten wir uns dann ohne Schwierigkeiten hier sozusagen ein kleines Polster für die Neueinsaat holen, danach den Raps verkaufen und dann sieht das schon wieder ganz gut aus. Ich habe mir übrigens auch jetzt nochmal das überlegt. Also es ist jetzt Freitag, wo ich diese Sonntagsfolge aufnehme. Das heißt, während ihr die Folge seht, ist ja von euch schon die erste Voting-Reihe abgeschlossen sozusagen. Ich weiß allerdings noch nicht, wie ihr euch entschieden habt, wie gesagt, weil es war Freitag, kann ich noch nicht wissen, wie ihr Samstag antwortet. Aber in der nächsten Folge werde ich definitiv darauf eingehen, sprich am nächsten Samstag werden wir dann die Entscheidung treffen. Ich habe mir das auch überlegt, also unabhängig davon, ob wir uns dafür entscheiden oder nicht, werde ich mir diesen Mod mal angucken und ich denke, ich werde ihn auch mal als Mod-Vorstellung hier mit aufnehmen in mein Programm. Dann kann man sich über die Woche notfalls auch nochmal ein schönes Bild davon machen. Mal gucken, ob ich das am Wochenende hinkriege. Das kann ich noch nicht ganz versprechen, weil ja, bei dem Wetter wartet jetzt erstmal auch noch ein bisschen Gartenarbeit auf mich. Die Saison hat ja begonnen, dieses Jahr ziemlich früh. Und das ist ja wunderbar, wenn hier alles so richtig wunderbar schön läuft und vorangeht. Oh, der Mähdrescher läuft im Moment allerdings nicht. Nö, der ist hier nochmal wieder bitte zum Abtanken freigegeben. Ja, steht ein bisschen ungünstig, das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier warten, bis der im Prinzip dann leer ist. Aber ist auch kein Problem. Das Schöne an der Geschichte ist, wir kriegen jedenfalls mindestens mal eineinhalb Kipper voll hier mit dem Raps. Das ist schon mal sehr gut. Ja, und für den FahrM66 wird das also definitiv die letzte Ernte sein. Da könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Wir haben es jetzt schon fast geschafft. Wie gesagt, wenn wir jetzt noch Glück haben und noch eine Mähmission dazukommt, dann könnte das Ganze vielleicht sogar schon einen Ticken früher starten. Das müssen wir aber dann mal schauen. Wäre natürlich cool, wenn das in der Folge hinhaut, weil dann könnten wir uns natürlich auch gleich hier mal den neuen sozusagen zu Gemüte führen und mal schauen, was der drauf hat, wie unsere Verbesserung dann funktioniert. Und das wird eine Riesenverbesserung sein, allein schon aus dem Grund, die Arbeitsbreite, die Füllmenge, ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Ich denke mal, damit werden wir vieles, vieles einfacher haben. Und ja, es müsste jetzt eigentlich nur noch der finale Stoß kommen, damit wir hier loslegen können. Naja, in dieser Zeit werden wir uns hier weiter dem Mais annehmen. Ihr seht, mein nicht ganz so zaghaftes Fahren hat die ein oder andere Lücke hinterlassen. Aber ich glaube, das geht schneller, als wenn wir jedes Mal immer nur zwei Reihen hier mitnehmen oder eineinhalb. Und dann schon wieder im Prinzip baden gehen sozusagen. Deswegen lieber jetzt ein bisschen heftiger und danach halt nochmal kurz nacharbeiten. So, der ist auch schon gleich voll. Das heißt, da haben wir gleich wieder das Kämpfen mit dem Gewicht. Wie gesagt, da ist ja auch noch ein bisschen was, was wir eventuell verbessern könnten. Da bin ich auch noch am Überlegen, wie wir das dann am besten machen. Im Moment können wir noch nichts ändern. Da fehlt uns einfach das Geld. Denn wenn wir den Case auch gemacht haben, dann müssen wir auf alle Fälle gucken, dass wir uns an den Kredit ranmachen, dass wir zumindest mal so Stück für Stück den Kredit wieder loswerden, denn ansonsten haben wir nie richtig Ruhe und nie richtig ein finanzielles Polster da und das will ich aber eigentlich schon haben. Wir wollen ja auch ein bisschen ruhigen Gewissens hier uns im Prinzip ja an die Planung der Zukunft machen und nicht jedes Mal da wegen 100, 200 Euro komplett umplanen. Das mag ich eigentlich nicht auf Dauer haben. So, deswegen werden wir uns jetzt hier natürlich vorwärts arbeiten. Ich denke mal hier,
Das Feld 16 wird auch noch einen guten Teil dazu beitragen. Ja, Spaß. Schade, ist zwar die kleine Mission, aber immerhin, sie bringt auch wieder eine Kuh dazu. Das ist ja auch schon mal erfolgreich. Und ein bisschen Geld kriegen wir auch mit dazu. Das passt auch. So, jetzt ist auch noch der Mähdrescher voll. Das ist nicht so toll. Oh, das reimt sich auch noch. Ha, dann werden wir den aber trotzdem schnell mal abtanken. Mal gucken, wie steht der Knabe. Naja, auch nicht viel besser wie vorher. Müssen wir also wieder warten. Aber das Gute ist, wir haben 10 Minuten Zeit, bis wir uns ja an der Mission hier ranmachen müssen. Denn ansonsten geht uns die Mission flöten. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also werden wir den hier nur leer machen. Danach stürzen wir im Prinzip uns gleich wieder auf die Mission. Denn ja, die wird auch wieder ein bisschen Kohle bringen. Ob das dann schon reicht, werden wir mal sehen. So, das ist erledigt. Dann fahren wir den hier gleich mal aus dem Weg, dass unser Mähdrescher hier in Ruhe weiterarbeiten kann. So, und schnappen uns gleich wieder unseren Kollegen des Mähens und werden hier mal ein bisschen Gas geben, derweise uns zum neuen Zielort orientieren. Da vorne ist ja schon die Einfahrt, ne? Mit dem tollen Filmtitel beim Autokino, The Rise of the Harvest, ja wunderbar. Oh, guten Tag, schöne Frau. Hallöchen. Jo. Konzentrieren wir uns wieder auf die Arbeit. Ja, ah, Gras gibt es ja da oben dann auch wieder. Das ist auch nicht schlecht. Da muss ich sowieso mal gucken, wie wir das dann am besten handeln. Ich bin nämlich gerade überlegen, was wir als nächstes einsehen. Also wenn wir den Case dann haben, können wir ja eigentlich mal den Weizen machen. Einfach nur mal, um zu schauen, ob das hier richtig gut klappt. Auf der anderen Seite, wir hatten gerade die große Nachfrage für Weizen. Wäre vielleicht gut, dann doch Gerste erstmal zu machen. Na gut, das überlege ich mir noch. Wir sind jetzt erstmal hier entsprechend bei unserem neuen Einsatzgebiet. So, und dann werden wir uns hier mal gleich vorbereitenderweise aufstellen. So. Gucken, wo wir uns da am besten hinstellen. Und diesmal will ich das auch ein bisschen sinnvoller starten als beim letzten Mal. Das ging ja ein bisschen in die Hose. Ich habe auch extra geguckt. Nein, ich muss jetzt nicht gießen. Das ist also auch alles in Ordnung. So, ich denke mal, so passt das. So, dann klappen wir den schon mal aus und werden den einschalten. Den werden wir entsprechend vorbereiten. Ah, sagte es und hatte aber noch Glück. Das war nur die Umrandung. Nur dieser Schutz außen gab also keine Prozente. Okay, aber wir legen jetzt trotzdem mal los, denn wir müssen gucken, dass wir hier jetzt mal schnell ein bisschen Geld verdienen. So, ist ja zum Glück das ganz kleine Feld, das geht ja hoppladihopp, ganz zackig durch. Ah, Mähdrescher ist gleich schon wieder voll, der muss aber jetzt mal eine Sekunde warten. Ich will das hier, wie gesagt, jetzt erstmal gemäht wissen, denn ich meine, die Mission ist ja schnell abgefahren, das ist ja kein Problem. So, das dürfte in Summe unter 1,5 Minuten laufen, ist also von dem Punkt her relativ zügig abgehandelt. So, und dann gibt's auch gleich das passende Geld dazu. Das ist auch sehr schön. So. Und ist er schon durch? Na, noch nicht. Fehlt noch ein bisschen. Jetzt können wir aber gleich sagen, er hat sich erledigt. Jawohl. Und es gab 10.660 Euro. Ja, das klingt doch mal richtig gut. So. Ach, das mit dem Klavierspielen ist immer ein bisschen schwierig. So, jetzt kaufen wir als erstes mal unsere Kuh, dass wir die nicht vergessen, dass wir da wieder up-to-date sind. Da habe ich ja schon einen kleinen Anschiss gekriegt, weil ich da ja irgendwie das doch öfters mal nicht richtig gehandelt habe. Jetzt haben wir aber den Dreh raus, kann also eigentlich nicht viel passieren. So, wo ist der Knabe des Rotzes? Da unten steht er. Wir müssen uns da gleich mal hinbegeben und entsprechend abtanken. Oh, und jetzt ist schon die große Frage. Ne, das reicht immer noch nicht so richtig. Wie gesagt, ich will da ein bisschen Vorlauf, ein bisschen Reserve haben. Also eine Mähmission wäre noch gut. Dann wäre das perfekt. Ja, das wäre dann richtig gut. Wenn es nur eine kleine ist, egal. Denn so ungefähr 20.000 kriegen wir mit dem Verkauf raus. Dann sind wir bei 96. Dann haben wir aber gerade mal nur 11.000 Euro. Und das wird hier mit den Helferkosten und der Neueinsaat ganz schön schwierig. Also da, wie gesagt, möchte ich ja nichts riskieren. So, wir schalten hier mal wieder ein. Denn der Wagen ist jetzt auch gleich voll. Da brauchen wir gar nicht lang fahren. So, können wir gleich wieder ausschalten und zuklappen.
und ja, werden uns dann mal in Richtung des Kuhstalls begeben. Denn ja, das ist halt auch ganz wichtig, dass wir hier rechtzeitig abschalten. Ich habe da nämlich ehrlich gesagt auch überhaupt keine Lust drauf, wie am Anfang dann ja immer weiterzufahren und auf einmal merken wir dann, dass wir alles nebendran kippen und damit wertvolles Geld verlieren. Wäre ja auch nicht schön. So, im Moment schaut's aber gut aus. So, jetzt sind wir auch schon fast unten. Müssen nur noch an 1, 2 Feldern, glaube ich, vorbei. Dann haben wir es geschafft. Ach, wir brauchen eigentlich sogar nur noch an einem Feld runter. Ist ja alles so ein bisschen größer hier, ne? Oh, und wir sind, glaube ich, auch gleich auf dem richtigen Weg. Ja, kommen da ziemlich gut raus. So, Mähdrescher arbeitet sich nach vorne. Das ist gut. Das heißt, mit der Ernte kommen wir sehr gut voran. Gut, die Ernte werden wir wahrscheinlich jetzt so nicht durchschaffen. Naja, gut. Hoffen wir mal, dass die nächste Mission auch eine zum Mähen ist. Dann könnte das gerade noch so hinhauen, dass wir zum Ende der Folge den Case holen. Aber ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich da, wie gesagt, jetzt also kein Risiko eingehen will. Denn ins Minus sind wir dann sowieso schon durch den Kredit. Und wenn wir dann noch irgendwie Probleme kriegen, dann wird es richtig übel. Und das muss ja auch nicht sein. Im Moment läuft es ja noch mit dem Raps. Die Ernte läuft ja auch ganz gut. Aber das wird, wie gesagt, 100% garantiert die letzte Ernte des FAM66. Danach werden wir ihn auf den ewigen Platz des Friedens schicken. Ne, auf den Platz des ewigen Friedens. So, irgendwie sowas. So, jetzt gucken wir nochmal, wie wir das hinkriegen, ohne vielleicht das Frontgewicht zu zerstören. Weil er ist dann doch ein bisschen blöd. Wir haben das ja auch schon entsprechend in einem anderen Let's Play geändert, dass wir also da einen anderen Traktor genommen haben. Nur hier ist das gar nicht so easy. So, ganz langsam gefahren, da ging das sogar. Okay, ich versuche das jetzt hier auch in einem Mal abzukippen. Dass wir also hier einfach nur ganz langsam vorfahren und hoffen, dass das dann alles gleich leer wird. Aber ich sehe das schon kommen. Ich denke mal, ich werde das dann doch ja auf ein zweites Silo verteilen. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Lust mehr, hier noch mehr kaputt zu machen. So, 25%. Naja, 1% kam dazu. Wir sind ganz vorsichtig gefahren. Ging eigentlich. Ja, und da sieht man auch schon, da ist einiges drin. So, jetzt aber erstmal Mähdrescher abtanken. Ja, ihr seht auch schon, die Hälfte des Feldes ist jetzt ganz easy schon durch. Das passt also. Ja, hier werden wir uns mal hinten dran setzen. Ja, da füllt sich's auch. Das heißt, wir sind ja auch schon bald beim ersten Mal abtanken. Das ist ganz cool. Ja, 77% haben wir jetzt gleich. Bums, da sind sie. 78, jawohl, so ist das schön. Da kommt mal richtig was bei rum. Dum, di, dum, 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 da kommt was bei rum. So, 76.000 Euro haben wir. Das wären also dann die 96, wie gesagt, noch. Ja, ich hoffe ja doch inständig, dass wir noch eine Mission kriegen. Das wäre echt toll. Da hätte ich mal gar nichts gegen zu sagen. Oh, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Eigentlich könnten wir hinten auf der Rückseite rausfahren. Das wäre besser. Das werden wir auch machen. Lieber hier unten einmal kurz gedreht. Dann brauchen wir nicht diese Riesenschleife beim Autokino nicht nochmal zu fahren. Nee, nicht beim Autokino. Ich meine da vorne bei der Milchfabrik da entlang. War das die Milchfabrik? Ich war. Nee, Quatsch, hinten. Ach, was laber ich denn? Natürlich, wir fahren der Milchfabrik vorbei und brauchen den Riesenschlenk. Nein, die will ich nicht. Um brauchen den Riesenschlenker oberhalb vom Händler nicht zu machen. So, jetzt haben wir es. Ich war gerade ein wenig desorientiert. Hier gibt es viele Schlenker, aber der oberhalb des Händlers ist dann doch schon sehr zeitraubend, weil es eine richtige Serpentinengruppe ist. Das macht dann nicht so wirklich Laune. So, und hier sind wir auch relativ schnell wieder bei uns im Feld. Eine Wasserstelle. Ja, aber da kostet Wasser sehr, sehr viel Geld. Von daher im Dorf gibt es einen Tümpel, da könnt ihr euch kostenlos Wasser holen. Ja, da weiß ich auch noch nicht, ob wir uns vielleicht in der Richtung auch irgendwann mal orientieren werden. Mal schauen. Im Moment braucht es das ja noch nicht. Können wir uns auch erstmal noch gar nicht leisten, denn wir haben ja ganz andere Ideen und Ziele, die wir hier verfolgen. So, und da vorne ist auch schon wieder unser Maisfeld. Das ist sehr gut. Können wir nämlich gleich weitermachen. Und ja, vom Zeitlichen sieht es ganz gut aus eigentlich. Ich denke mal, vom Feld her sind wir auch schon gut vorwärts gekommen. Ja, ihr seht es ja auch schon, es ist ja deutlich schon kleiner geworden, das Ganze. Also wird
auf alle Fälle etwas angenehmer jetzt. So, wir klappen den Knaben nochmal aus und gehen auf die Fahrstufe 1 und dann können wir auch gleich hier wieder loslegen. So, diesmal gucken wir, dass wir hier schön was präsig breit mitnehmen. Ah, jetzt kann das nämlich gleich wieder hier schön reinkommen. Wunderbar. Und da muss ich gleich gucken. Ich will ja auch schauen, dass wir nicht zu viele Überstände haben. Deswegen werde ich jetzt hier mal eins machen. Jetzt sind wir hier mal außen rum gefahren. Wenn ich mal hier den Außenschwenk machen, mal gucken, ob wir da noch was mitnehmen können. Da ist ja auch noch einiges, was da noch rumliegt. Oh, und dann können wir nämlich hier entsprechend gleich in diesen schmalen Streifen rein. Ich glaube, das macht's ganz gut. Ich mache hier irgendwie mittlerweile ganz komische Ausbuchtungen. Aber nun gut, wir wollen ja gucken, dass wir schnellstens vorwärts kommen. Und das geht, glaube ich, schneller als jedes Mal oben raus und dann wieder drehen mit dem Feld. Dann lieber da am Ende mal ein bisschen nachschrauben, dann geht's. Ja, hier oben ist von der Breite noch nicht wirklich viel weg. Aber ich denke mal, so wird das auch was. So, hier werde ich aber auch mal diese Kurve fahren, dass wir da diese überstehende Nase sozusagen mal wegkriegen. So, macht's dann doch auch ein bisschen besser. So, und gleich wieder reinschwenken. So wird das, glaube ich, ganz gut. Ja, dann haben wir da auch ein bisschen was erwischt. Von der Textur bleibt da immer so ein Eckchen stehen. Ah, genau wie der Mähdrescher, der bleibt da auch gerade stehen, weil er wohl wieder mal ein bisschen gefüllt ist. Jo, er wartet mal wieder auf uns. Also werden wir den gleich mal abtanken. Ah, aber dieses haben wir bald auch nicht mehr so in dieser, ja, ich sag mal, permanent nervigen Form, dass wir andauernd abtanken müssen. Denn, ja, jetzt sind wir bald soweit, dass wir also dann doch sagen können, wir lassen den mal eine Zeit lang laufen und dann ist gut, ne? Bald ist es ja geschafft. So, eine Mähmission trennt uns nur noch davon, unser Ziel zu erreichen. Mann, das wäre so schön, wenn das jetzt noch hinhaut. Das wäre echt sowas von genial. Naja, hoffen wir mal das Schlimmste, machen wir das Beste draus, oder wie hieß das, ne? So, in der Zeit werden wir hier mal unseren Kipper weiterfüllen. Da kommen wir jetzt auch schon so langsam voran. Das sieht jetzt auch schon mal alles nicht mehr ganz so tragisch aus, weil wir ja die Außenränder doch gut abgearbeitet haben schon. Also das wird jetzt sozusagen von Runde zu Runde angenehmer. Und ihr seht auch jetzt so im inneren Bereich sind wir auch wieder ein bisschen besser gefahren. Außen, da haben wir wohl doch öfters mal ein bisschen was stehen lassen. Das war nicht so toll. Und hier, ja, da muss ich irgendwann auch nochmal was verbessern. Das mit diesem Schlenker, das ist schon heftig. Aber gut, okay, das nutzen wir jetzt aus, weil, ja, alles erstmal aufnehmen und dann schauen wir weiter. So, hier, das sieht gut aus. Hier fahren wir mal früh genug rein. Das war trotzdem zu spät, okay. Ist gar nicht so einfach, das dann zu timen. So, der Lehm. Ja, das schaut gut aus. Jetzt kommen wir der Sache näher. Mal gucken, noch ein bisschen früher einschwenken. Ja, diesmal kriegen wir die Kurve wunderbar. Sehr gut. Und haben auch schon wieder ein Drittel des Wagens voll. Also auch das funktioniert jetzt deutlich besser. Ich denke mal, zwei Wagen müssten es noch geben. Die müssten wir noch voll kriegen, zwei Wägelchen. Von der Fläche her sollte das also machbar sein. Das heißt, wir hätten dann wieder vier Wagen eingesammelt. Wären dann also 84.000 Liter. Jo, das sind dann umgerechnet so ungefähr 20, 25, 26, 27.000 Euro, die wir dann da wieder reinhauen. Das ist schon mal ein ganz guter Einstieg. Nein, keine Palettengabel. Mann. Ja, dann wird das wohl doch ein bisschen eng jetzt mit den Missionen. Schade eigentlich. Ich hätte den gern diese Folge noch gekauft. Aber okay, ansonsten, wenn es gar nicht anders geht, müssen wir uns da halt auf die nächste Folge vertrösten. Geht halt nicht anders, aber wie gesagt, noch eine Ernte mit dem M66 wird es nicht geben. Wir sind also hier kurz vorm Ziel und jetzt das aber zu machen und dann mit 5.000 Euro im Gepäck sozusagen darum zu hantieren, wird mir zu eng. Also da, glaube ich, werden wir nicht so richtig glücklich. Auf der anderen Seite, wir können ja den Raps dann noch verkaufen und wir können zusätzlich im Prinzip mit einer Mission vielleicht dann in der nächsten Folge noch was einnehmen. Wäre also jetzt eine Überlegung, ob wir das vielleicht nicht doch mal probieren sollten. Das gucken wir uns jetzt nochmal an, weil mich kribbelt es hier in der Finger. Ich bleib hier mal kurz stehen. Wir müssen sowieso erstmal abtanken.
Das heißt, wir werden den Knaben erstmal jetzt leer machen. Wo steht er? Und dann schauen wir uns das nochmal ganz genau an. So. Dann schauen wir uns das nochmal ganz genau an. So, während der hier abtankt, gehen wir mal kurz da rein. So, also nochmal zum Händler. Wir gucken nochmal genau rein. Dum-dum-di-dum-dum-dum-doing-bums-do. Na, auch noch nicht, aber jetzt hier und da do. So, der Kleine hatte 235, 286. Also würden uns 11.000 € fehlen. Das heißt also, wir haben im Prinzip dann 9.000 € Reserve. Puh, puh, puh. Nee, also das ist ehrlich gesagt, ist mir das doch ein bisschen zu eng. Das will ich lieber nicht riskieren. Dann lassen wir den halt die Ernte noch durchfahren. Sorry Leute, hat nicht ganz so schnell geklappt, wie ich mir es gewünscht habe. Aber dann, nee, also das ist mir echt zu riskant, da jetzt nochmal hier ein Experiment zu wagen. Zumal im Harztal ja auch, wie gesagt, die Helferkosten hoch sind. Ich denke mal, ihr werdet es mir nachsehen, wenn wir das auf das nächste Wochenende verschieben. Außer es käme jetzt, wie gesagt, doch eine Mission, dann wäre das was Schönes. Aber so, das wird mir zu heikel. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ja, denn wie gesagt, das wäre ein bisschen peinlich. Und 9.000 € sind ruckzuck weg. Wir haben ja, wie gesagt, dann noch die Gebäudekosten, wir haben die Helferkosten, wir haben die Saatgutkosten, wir haben die Düngekosten. Also da ist noch ein bisschen Arbeit. Und nee, also das Risiko wollen wir hier nicht eingehen. Auf die eine Folge wird es jetzt nicht ankommen. Ich weiß, das ist zwar wieder bös geteasert, aber was wollen wir denn machen? Ja, also ich will mich da auch jetzt nicht wieder bloßstellen und blamieren oder irgendwie hier dann rumwerkeln und knapsen, das brauchen wir wirklich nicht. Von daher, seht's mir nach, die Folge wird das, außer es käme noch eine Mission, aber nichts mehr. Und das hier wird wohl auch nichts, weil ich mich irgendwie nicht traue, richtig ranzufahren. So, jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt kann ich den nämlich hier schön mal abtanken. Ja, perfekt. Dann kann der sich nämlich darum weiter kümmern. Wir schalten ein und werden mal den gezwirbelten Linksschwenk machen. Dann können wir nämlich da eventuell den Rest gleich noch mitnehmen, der da oben liegt. Da ist ja noch ein bisschen was. Ich denke mal, diese Texturen, die sollten wir schon noch einsammeln. In Summe bringen die hier alle noch ein bisschen was rein. Auch wenn das sich jetzt immer so noch ein paar Litern hier nur ansieht. So, und dann gehen wir hier gleich wieder in die Vollen. Denn wie gesagt, auch dieses Feld möchte ich natürlich schleunigst erledigt wissen. Und das sieht ja bis jetzt schon mal ganz gut aus. Der Wagen ist jetzt, naja, 63-64%, das geht noch. Kriegen wir noch ein paar Halme rein. Aber ich denke mal, das wird auch bald schon wieder zur nächsten Abfahrt führen. Aber so oft müssen wir ja eigentlich gar nicht fahren. Also wenn wir da viermal runterfahren, denke ich mal, ist das okay. So, gleich die nächste Spur machen. Schön eng rein. Genau, dass wir hier diese Spitze gleich mitkriegen nach Möglichkeit. Und hier auch wieder in die Vollen. Oh, also so passt das eigentlich ganz gut. Ich denke mal, auch da werden wir bald fertig sein. Sollte eigentlich nicht mehr groß das Hindernis werden. So, auch hier. Naja, nicht ganz optimal erwischt. Ja, so sieht das gut aus. Aber ihr seht, selbst die ganz rechts, die Maistextur, die eben verschwunden ist, da ist die Düngetextur noch stehen geblieben. Also optisch ging da sozusagen vier Reihen weg. Aber dadurch, dass die Düngetextur noch da ist, wissen wir, da können wir trotzdem noch was holen. Also das ist halt nur da weg, wo auch wirklich dann die Farbe von dunkel auf hell wechselt auf dem Feld. Denn ja, ansonsten verschenken wir ja noch ein bisschen mehr. Also nicht, dass da noch Palettengabel. Nee, damit ist leider jetzt der letzte Versuch gescheitert. Oder hatte ich das auf alle 5 Minuten? Aber selbst dann würde es jetzt langsam eng werden. Naja, lassen wir uns überraschen. Ändern können wir sowieso nichts dran, weil das ist ja auch rein zufällig gesteuert. Naja, wir schauen mal, dass wir das Beste draus machen. So, der Mähdrescher ist auch schon fast wieder voll oben, das ist gut. Hier unten der Kipper füllt sich auch schon sehr gut, also im Moment läuft's ja richtig gut. Da brauchen wir uns also ehrlich gesagt keinen großen Kopf zu machen. Und, oh, jetzt brauche ich mir schon einen Kopf zu machen, denn Mähdrescher voll. Das ist nicht gut und ja, steht aber diesmal okay. Also ganz gut, dass wir den während der Fahrt so ein bisschen zwischengetankt haben. So kann man den nämlich dann gerade stehen lassen. Und er gibt sich ja jetzt nochmal richtig Mühe bei seinem letzten Erntevorgang hier, da noch ein wenig
durchzupowern, finde ich ja nett, aber trotzdem wirst du danach wegrationalisiert, mein Sohn, und kriegst keine weitere Chance auf eine Fortbildung. Geh in Altersteilzeit als Ausstellungsstück in ein Museum, aber ich werde dich im 66 nicht mehr benutzen. Du wirst nächste Woche Geschichte. Ganz einfach. So, und hier auch wieder schön gleich alles mitnehmen, was geht. So, dann noch gleich den einen Schlenker gemacht, passt auch. Und jetzt werden wir hier auch nochmal kurz den Außenbereich etwas pflügen, hätte ich fast gesagt, also mitnehmen. Oh, da haben wir hier nämlich noch was. Da haben wir auch noch was, da kommen wir aber nicht ran. Dafür können wir hier aber wieder voll einsteigen, das ist gut. Kriegen wir nicht so ein bisschen diese überstehenden Spitzen ein bisschen raus. Unabhängig davon, dass es total krank aussieht, ist das natürlich auch sehr schwierig, da jedes Mal um die Kurve zu fahren. Aber das ist halt der Nachteil, wenn man immer versucht, die Rundung zu nehmen und ja, da nicht im Prinzip Spur für Spur fährt. Aber ich denke mal, das werden wir überleben. Ist also halt gar kein Problem. Ich Trottel habe schon wieder nicht drauf geachtet. Wir sind ja voll, also beziehungsweise hier unser Kipper ist voll. Eieieiei. Ja, das ist es. Ich bin so gespannt auf diesen Mähdrescher. Ich will den Case endlich haben. Ah, und dann habe ich da wieder nicht drauf geachtet. Ich muss mir das im Video nochmal angucken. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel, was ich damit gesenzt habe. Sollte hoffentlich aber sich noch im Rahmen halten. So, M66 ist bei 51%. Ah, der wird wohl gerade drehen, so wie es aussieht dann. Ja, eben fährt er weiter. Wunderbar. Das heißt, die Ernte auf Feld 16 neigt sich auch so langsam dem Ende entgegen. Das ist schon mal gut. Das heißt, in der nächsten Folge haben wir richtig viel zu tun. Da werden wir nämlich dann ja das Feld Nummer 6 fertig machen. Das dürfte eigentlich dann kein Problem mehr sein. Dann ja, Feld 16 natürlich wieder neu einsehen. Hoffen, dass wir bis dahin das Geld zusammen haben. Den M66 verkaufen, den Case dafür holen. Und dann sollte doch alles soweit richtig schick laufen. Richtig gut sein, alles okay sein. So, und der gibt jetzt nochmal richtig Gas. 93%, 94%, ja, das heißt, den dürfen wir gleich nochmal abtanken. Dann bleiben wir gerade hier mal kurz in der Ecke stehen. So, da kommt er nämlich an. Da brauche ich ihn ja nur drunter zu stellen. Dann kann der nämlich da weiter wüten. Ja, ist ja sonst ansonsten, ist das Aua, Schlüter 11%, na ganz toll. Ah, Mann, ich bin froh, wenn wir den los haben. So, wo waren wir? Da waren wir. So, denn die Helferkosten, wollte ich gerade eigentlich sagen, gehen ja auch richtig schön rein. Ja, und dann habe ich einen Schaden verursacht, der hat jetzt wahrscheinlich noch mehr verursacht an Kosten, als das, was die Helfer für das ganze Feld gekostet hätten. Ja, Case, wir kommen. Na, und hoffentlich das sehr bald. Aber nun gut, jetzt müssen wir halt mal schauen. Aber das werden wir in der Folge alles nicht mehr erleben. Ich sehe schon, das wird richtig eng. Genauso wie jetzt hier das eng wird. Mal gucken, wir fahren mal ganz langsam hoch. Ob wir das ohne einen Schaden noch hinkriegen. Also beim Hochfahren hat er mir keinen Schaden verursacht. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich kann jetzt auch hier langsam vorfahren und das Ganze mal ein bisschen auffüllen. So, dann wird das nämlich alles ein bisschen verteilt. Das einzige Problem, was ich jetzt höchstens sehe, ist dann gleich jetzt beim Runterfahren. Da fahren wir mal langsam. Und hier wird es gleich kratzen. 25, nee, ohne 1% Schaden zu nehmen, haben wir es geschafft und sind durch. Ja, und hier hat sich auch schon einiges getan. Das sieht richtig gut aus. Das heißt, wir fahren jetzt hier nur noch mal schnell hoch zu unserem Feld 6 wieder. Und dann sind wir auch schon leider durch für heute, denn die Zeit ist um. Wir haben aber verdammt viel gemacht, das war richtig cool. Ja, haben eine Mähmission, hatten eine neue Kuh dazu. Und jetzt habe ich hier auch noch einen ganz tollen Fehler drin. Dadurch dürfte das Bild jetzt für euch hier verschwunden sein, weil ich nämlich hier gerade von meinem Samsung Magician für diese scheiß SSD-Platte eine Fehlermeldung gekriegt habe. Und damit hat sich das Ganze hier wohl verabschiedet. Ja, Fraps ist auch gerade abgekackt, also wunderbar. Ja, dann brauche ich jetzt erstmal nicht mehr viel sagen. Ich werde dementsprechend gucken, dass ich das Ganze zu diesem Status sozusagen abspeichere. Und dann machen wir da am nächsten Wochenende weiter. Ich sag trotzdem danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.